Hallo Leute, ja, da sind wir schon wieder, euer Toso, und wir sind da gerade durch das Loch gesprungen und müssen jetzt unserem Schatz nachlaufen, weil die ist natürlich wieder flink wie ein Wiesel davongezischt. Oben unten nach oben, wo ist sie? So oben natürlich steht sie da. Und jetzt mal dir. Oh, das steht, oh, das schaut aus, als ob es da einen Bosskampf gäbe. Wie komme ich jetzt zu Upgrades? Gibt es irgendwas? Trippy, sag was, komm. So. Was haben wir vergessen? Schild, 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 den Stab. Munitionsaufstockung, das habe ich jetzt noch nicht. Stun-Dauer. Ah, lässt dann schnell explodieren, so das. Ja. Das könnte gehen. Plasma-Durchschuss. Und Plasma-Schaden. Dann, ja, Stun-Schüsse, wie kann ich Stun-Schüsse schießen? Stun-Effekt. Erhöht die Dauer für die Gegner, dass im Stun-Schuss gelähmt wird. Mhm. Zehntausend, 15.000. Ich glaube, wir sollten uns auf ihn spezialisieren. Und wir haben dann noch das hier. Raumattacken-Upgrade. Dann Aufladungs-Upgrade erhöht die elektrische Laser-Energie. Oh, das kann ich mir gar nicht leisten. Das können wir uns gar nicht leisten. Kampfbewusstheit. Na gut, das können wir uns leisten. Eventuell wichtig. Okay. Und dann nochmal Gesundheit haben wir. Das ist alles viel zu teuer. Ja, Halligalli. Ich weiß nicht, geben wir uns da noch irgendwas? Wenn wir uns da was leisten können. Können wir uns gar nicht leisten. Und unser Schildern. Das ist auch alles zu teuer, gell? Okay. Gut. Also, springen wir ins Dunkel wieder. Hopp, und auf geht's. Komm, Monkey, sag, sie soll das kennen ein bisschen. So. Die Weltkugel, ha? Leute. Im Level-Design haben sie sich was einfallen lassen. Das ist echt toll. Ups. Plasma. Ey, nein. Oh, wie wunderschön. Ja. Sag ich doch. Das ergibt keinen Sinn. Sie soll tot sein. Es ergibt sehr wohl Sinn. Das Sonnenlicht speist die Pflanzen. Die reichern das Wasser mit Sauerstoff an. Kleine Fische fressen die Algen und die großen Fische die kleinen. Ein geschlossenes Ökosystem. Wie mein Zuhause. Mein Vater hat unsere Gemeinschaft auch genau so organisiert, dass wir nie vor die Außenmauern müssen. Wir produzieren selbst Nahrung und Strom, kondensieren unser eigenes Wasser. Wir haben alles. Außer einer Zukunft. Was meinst du? Ich weiß doch, wie das läuft.
Einige verstreute Stämme verbinden sich unter einem visionären Anführer und bald darauf würden die Sklavenhändler auf sie aufmerksam. Was offensichtlich auch passiert ist. Es war nur ein Sklavenschiff. Hat nur ein paar von uns erwischt. Und wenn andere kommen? Wenn diese Fische es schaffen, mehr als 200 Jahre zu überleben, schaffen wir es auch. Dieser Arsch, das ist ein Bosskampf, der Jungs. Und was machen wir gegen diesen Typen? Gibt's da irgendwas in der Umgebung, das mir helfen kann? Leute, seht ihr irgendwas? Ich glaube, das brauche ich nicht. Also, ich laufe da im Kreis und... So, ich muss den Jungen provozieren auch noch. Ich brauche zuerst einmal ein Medibag. Ui. Scheiße, Jungs. Was machen wir da? Fuck.
Ja komm, fall um! Wieso kann ein Mech wütend werden? Fuck. Ja, das ist nicht so einfach. Ja. Du Arsch. So, schnell, schnell, schnell. Komm, komm, komm. Wie mache ich denn jungen Mädchen? Der zerlegt mich in meine Einzelteile. Ja, ja, du. Also Leute, ich glaube, hier machen wir einen kurzen Schnitt und dann geht's gleich weiter mit Hacke voll und so. Euer Toso.